So, Hallihallöchen, Hans und Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Als Samson mit dem Child Heart. Und wir müssen nur bis Mams Herz kommen. Sollte möglich sein. Wir haben normalen Damage. Samson kriegt ja mehr Damage, je mehr Schaden er nimmt. Wenn die uns hier das Child Heart geben, heißt das dann, die Entwickler wollen, dass wir Schaden nehmen? Ey, wenn die jetzt mit hässlichen Räumen kommen, dann flipp ich aus, wie das hier. Im Moment ist das auch wieder ein Gegner, der eher Herzen gibt. Na, komm mal. Komm her. Komm, verreck, Mann. Ach, scheiße, aus dem wird dieser Hubbel. Fuck. Warte, nochmal. Spuck nichts aus. Tatsächlich, zwei Herzen. Die wollen, dass wir Schaden nehmen. Okay. Was haben wir denn hier? Judas Schatten. Jetzt kriegen wir auch noch eine Wiederbelebung. Strange. Wenn es dann doch zu risky wird mit dem Schaden, ne? Ich weiß ja nicht. Auch hier ist wieder ein Regenbogenhaufen. Warte mal. Dann nehmen wir den Schaden. Au. Und voll heilen. Und richtig fett Damage bekommen. Das heißt aber auch, dass die Devil Deals dann für uns sterben, wenn wir Schaden nehmen. Noch mehr Herzen? Okay. Strange. Dann machen wir Block. Eins. Zwei. Au. Au. Jetzt haben wir schon 10er Damage. eine Bombe wäre ganz nice. Wie immer. Haben wir perfekt 10 oder geht es noch höher? Ah, okay. Es geht nur bis 10. Schade. Na gut, sonst wäre es zu overpowered, wenn man so eine permanente Healing-Quelle hätte. Boah, einfach weggesprengt. Zack. Ich will immer noch eine Bombe. Du gibst mir eine Bombe. Vielleicht. Nö. Rackman. Pac-Man. Sackman. Wow. Komm mir nicht zu nah, Mann. Komm mir nicht zu nah. Genau, dein Kopf soll woanders hin rollen. Oh, einfach weg. Noch mehr Herzen. Aua. Ups, ist ja ein Gegner. Noch mehr Herzen. Range up. Was für eine Scheiße. Na gut, dann. Soll ich einmal sterben, damit wir Judas sind? Nee. Sterben können wir überall. Curse of the Maze. Jetzt haben wir wieder 3,5er Damage. Oh, es ist schmerzhaft. Hier sind keine Steine. Na? Hau ab. Cartridge. Ich weiß nicht, was sie macht. Aber mit Herzen will ich eigentlich hier nicht so rumexperimentieren. Ich mag keine roten Herzen, Mann. Warum gibt man mir so eine Challenge? Dann auch noch bis zum Herz kommen. Also seid ihr herzsüchtig. Noch mehr Herzen, ey. Ohne das Trinket sogar. Seid echt ekelhaft, Mann. So, spuck mich nicht an. Ich werde geslowt. Durch Spinnenleben, Mann. Ich brauche ein Damage-Up. Oder ich spreng dich weg. Genau. Und er sprengt sich eh selber. Ja, ich nehme die Seelenherzen. Klar nehme ich die. Ach scheiße, wir haben keinen Schlüssel. Ich will den Devil Deal. So. Na komm her, gesprungen. Komm. Du auch. Wieder fein. Und du auch noch. So. So, da. Kotz mich nicht an. Brauch. Warte, war hier ein blauer Stein? Nee. Ich brauche Schlüssel. Schlüssel zu unserem Herzen. Hallo, fliegt doch nicht so behindert. Warum fliegt der denn so scheiße? Komm, wir zerstören mal euren Monsternester hier. Wo ist der andere? Wo ist der? Ach, da unten. Klopst da einfach so auf. Und klopst da einfach so weg. So, Schlüssel. Bomben. Ja gut, Moment, wenn der Geheimraum hier unten ist, dann ja. Ansonsten sieht's echt scheiße für uns aus. Hey, ich will den Item Room. Wein doch nicht, Mann. Geheim Room? Yes! Okay. Kackmaschine. Ach, die gibt uns jetzt Schlüssel. Danke. Haut mal ab, ihr Spinnies. Haben wir für nächste Ebene ein.
Wow. Super Item. Das gibt's echt im Treasure Room. Ist ja richtig hässlich. Gut, in den Shop zu gehen lohnt sich überhaupt nicht. Also Monstro mit einem Bombentypi. Bombentyp, explodier mal bei Monstro. Super. Hat geklappt. Unsere Strategie. Hat das mit dem anderen? Macht der auch eine Bombe? Ne, der macht eine Bombe. So, das ist der Monster, der öfter kotzt, oder? Hier, lass mal von unserem Abel anspucken. Wie rum schießt denn der? Ach, kann der nur nach links und rechts schießen? Wenn ich nach unten schieße. Achso, er schießt immer zu mir. Okay, dann kesseln wir ihn ein. Oder auch nicht. Zu risky. Korrekt, Mann. Stirb. Gib uns das Pentagram. Oh, verdammt. Das war echt mies. Das war richtig mies von dir, Mann. Komm schon, komm schon. Ja, manchmal fliegt das Lied auch echt hässlich. Ein Schaden, ey. Hier bei uns. Coole Sachen. Ein HP ab. Okay. Und. Wow. Wow. Ist das hässlich? Nee. Scheiße. Ebene 3 mit richtig Ranz-Items. Hör auf mich anzuspringen. Don't. Oh, wow. Das war knapp. Okay, hier ist zumindest. Och nö, nicht die Viecher, ey. Ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch. Die wuseln mich zu sehr an. Alter, verreckt doch, Mann. Ein Seelenherz verloren, Mann. Die Perle, nee. Super. Was wollen die eigentlich von uns? Ey, das sind ja richtige Ranz-Items. Ich glaube nicht, dass ich den Run schaffe. Ich müsste schon richtig Luck haben, dass jetzt noch ein gescheiter Devil Deal aufkommt. Oder. Oder ein gescheiter Angel Deal. Oder gescheite Items. Wir haben jetzt kein Geld, im Shop lohnt sich auch nicht. Die Fratzen hier sind auch scheiße. Ey, das wird wieder richtig kacke. Oh Mann, verreck doch. Wie viel hältst du aus, Mann? Ey, wir haben ein bisschen Range Up bisher bekommen, ein HP ab. Das ist ja richtig scheiße. Ich will eigentlich sterben und als Judas wiedergeboren werden. Schlüssel. Der Stachelraum wäre eine Option. Oh. Steinputzis. Die verfolgen mich, Mann. Und jetzt sind sie außer Puste und kaputt. Voll schön zerbröckelt. Sprengt mal. Ja, sprengt mal die Kackhaufen weg. Oder auch nicht. Ja, oder sterb. Okay, sie sterben. Ich will ein cooles Item. Wow, ganz ruhig, Buddy, ganz ruhig. Komm her. Wenigstens haben wir ein bisschen Damage ab sich in einen Raum bekommen. Aber halt keine Seelenherzen mehr. Oh, und die Kackhaufen sterben auch nicht sofort. Ich hasse es, ey. Auch wieder nur Scheiße. Ey, guckt euch die Items an. Die sind richtig Rotz. Die sind richtig, richtig Rotz. Das Beste ist tatsächlich noch Samsons Start-Item. Und das war der Devil Deal. Der potenzielle. Yeah. Ich liebe es. Komm, komm, stirb einfach. Lass, beende mein Leid. Bist du infested? Schön. Okay, die 9% Devil Deal Chance ist jetzt eh permanent. Dann können wir auch hier rein und das Krönchen nehmen. Na, wenigstens irgendwas. Ich habe nämlich keine Ahnung, was sie macht. Aber Loss ist anscheinend Power. Also an die Mime unter euch, Loss ist Power. Macht mehr Loss. Oder so.
Oder auch nicht. Lieber nicht. Katakomben. Es ist richtig scheiße. Ich muss echt dazu gehen, dass ich sterben muss. Ja. Wow. Ja, es ist eh egal. Ist eh, Loss is Power. Wow. Wir haben nichts zu verlieren, komm. Den einen Schaden reißt es auch nicht mehr raus. Hauptsache, wir haben jetzt den 10er. Den 10er Damage. Fickt euch. Ah, Disdain. Geht? Na, wir haben halt nichts. Wir haben echt gar nichts. Und das geht gar nicht von ihm. Verstecken wir mal hinter der Kacke. Wir nutzen die Gegebenheiten des Raumes. Und er nutzt die Gegebenheiten des Gegners vor uns. Der Wichser. Komm her. Und da schießt er wieder. Und gleich schießt er schneller. Oh, wow. Bin versteckt. Haha, komm raus. Komm. Oh, hör doch auf zu schießen, Mann. Vor allem dein schnelles Shit. Ich hab die Kacke kaputt gemacht. Ja, das war echt der Devil Deal. Halte mich. Yeah, infested. Warum geben die uns so scheiß Items? Da haben wir hier wieder mal kein Damage. Hey, man hat in den Kavernen mittlerweile eigentlich kaum mehr eine Chance ohne Devil. Ich bezweifle, dass der Run was wird. Au. Vor allem, wenn die sowas machen. Wow, ganz ruhig, Buddy. Ganz ruhig. Ganz. Ach, shit. Okay, Lost is Power. Macht uns anscheinend stärker, wenn wir auch Schaden nehmen. Alter, ich mag die Challenge nicht. Ich mag die überhaupt nicht. Oh. Ach, scheiße, es war ein Weißer. Ich dachte, es wäre ein Steintyp. alles Absicht. Ich will den Damage stacken. Super Raum. Ich will einen Devil Deal, Mann. Und ihr seid auch scheiß Gegner, ey. Oh Gott, ich sterb. Ja. Judas! Versuch dein Bestes. Er hat zumindest 4 Damage. Das ist nice. Wir haben immer noch den Blutstropfen auf ihn. Haben und darf halt keine Devil Deals mehr. Ey, das ist ein richtig mieser Raum. Oh Gott, den hatten wir doch schon mal bei einer Challenge, oder? Komplett. Oh, bitte, Schwarzmarkt. Oder ein cooles Ei, 3 Münzen. Ist so schön. Es ist so schön. Da wäre der Boss. Gleich machen. Item Room. Ist eh alles verkackt. Also von dem her. Suchen wir erst den Item Room. An die Kisten kommen wir nicht ran. Oh. Das ist ein netter Raum. Das ist ein richtig netter Raum. Der gefällt mir. Können wir sogar einen Shop gucken. Oh, das ist auch ein netter Raum. Homing Shots. Oh, jetzt läuft's. Jetzt brauchen wir echt nur noch ein bisschen Damage. Ich weiß. Was zur Hölle? The World. Ich will die Karte auch noch. Ace of Clubs. Ah, wir können ja 2 Karten halten. Oh, gib uns die Watch. PhD wäre natürlich auch cool, aber ich glaube, ich bleibe bei der Watch. Jetzt läuft der Run. Jetzt läuft er. Lass uns alles ein bisschen runterslowen, Mann. Okay, wenn das der Shop war, dann genau. Nutze ich erstmal die Watch-Eigenschaft. Alles gechillt. Alles gechillt. Oh Gott. Dann ist da hinten eine Bibliothek oder so. Das heißt, oder so, eigentlich relativ sicher. Na, hui. Wir können auch die World-Karte einsetzen für den Secret Room. Falls wir da noch Münzen finden, können wir uns noch ein Seelenherz leisten.
Book of Secrets, Necronomicon oder... Ah ne, das Pockbook. Ich glaube, das Buch der Geheimnisse? Was macht das denn? Ist ein Geheimnis, okay. Keine Ahnung. Hat es nicht eine Batterie noch gehabt? Nö. Nö. Okay. Boss! Girl, Gerdi. Hey, Kumpel. Ah, kotzt mich nicht an, Mann. Ich bin harmlos. Ja, Spawn war es, das ist okay. Ah, kotzt mich nicht an, Mann. Derbedeal. Okay. Wieder Range Up? Was soll die Scheiße? Weiter. Also richtig hässlich. So, rechts haben wir ein Secret Room. Ich will so schnell wie es geht. Nee, ich will nicht zum Boss. Was haben wir denn? 7er Damage. Okay, Judas Shadow hat sich ausgezahlt. Und hier müssten wir fliegen. Moment, oben. So. Peng. Okay. Pillen. Cash. Hammer. I'm excited. Speed up. Und nochmal infested. Okay. Bam. Was haben wir hier? Das Dimensional Baby. Das ist okay. Der Coupon. Der wäre natürlich ziemlich Premium. Ja. Auf jeden Fall. War das gratis, das Seelenherz? Oh, nice. Und wir können eventuell gratis Devil Deals abstauben. Dann soll ich den vielleicht auch aufladen. Okay, ihr Viecher. Ja, explodiert oder so. Oh Gott, mit Homing Shots ist das richtig gefährlich. Das war gerade richtig dangerous. So, bam. Und komm, mach Bäm, mach Boom, Boom. Ha, ich habe coolere Homing Shots als ihr. Oh Gott, warum fliegen die so schnell? Die Stopwatch? Liegt es an der? Hey, das war viel zu schnell. Och, ist das Spiel scheiße, ey. Hammer, Geld und Schlüssel. Okay. Batterie? Ja. Dann können wir zum Boss. Ja. Alter. Alter. Alter, war das hässlich. Sterbt? Hey, ist das richtig? Warum kommen hier so hässliche Räume, Mann? Oh Gott, ich wurde eingesperrt. Hä? Power? Pill? Sister Viz, hallo. Ja, die wuseln erstmal ein bisschen rum. Alter. Was machst du? Ein Laser. Und ihr spawnt. Komm, verreckt, verreckt. Ja, genau, killt eure eigenen Kumpanen. Boah. Shit, Mann. Hallo? Jetzt, der eine ist tot. Der ist angry und spawnt was. Das auch angry ist. Okay. Leben und Tears. Und ein Angel Deal. Ich kenne das Item links nicht. Boah, was? Laser? Ist das cool? Ja, wir setzen mal Ace of Clubs ein. Alter, wie cool, Laser. Das ist ja mal ein richtig nices Item. Ich will noch kurz in den Shop. Eigentlich hat sie nichts Gescheites. Dich können wir wegsprengen. Ansonsten ist die Ebene voll scheiße. Jetzt läuft der Run. Oh Gott. Fast. Okay, und weiter. Ist das ekelhaft, ey. Curse of the Maze. Wir haben Lasermann. Oh, und die gehen sogar durch. Piercing Shots. Cool. Jetzt bin ich happy.
Die sind ja mal richtig cool. Vom Damage her geht es zwar noch ein bisschen höher, aber ansonsten... Hey, die sind richtig nice. Vor allem, die haben auch so eine richtige Range. Und durch das Tiers abschießen wir die auch noch schneller. Jetzt läuft's, ey. Oh Gott, das sind die, die chargen. Wen soll ich angreifen? Outplayed, ey. Und außenrum. Haha. Ich kenne dich nicht. Shrinkshot. Oh nö, das war jetzt nicht so cool. Ich mach Gegner kleiner. Oh, aber dann sieht man die schlechter. Wohin will ich? Ich weiß es nicht. Wir gehen in den großen Raum. Weil wenn die klein sind, dann vergisst man die immer so gern. Die Gegner. Oh ja, und wir haben ja Piercing Shots. Und da oben ist ein Dickstein. Der ist meiner. Die Chest gibt. Oh, nochmal ein Sehnherz. Boss? Ah, das wäre schon Mom. Ich will aber noch kurz in den Shop. Oh Gott. Die wären richtig eklig, hätten wir jetzt nicht das coole Item. Hey, der Angel Deal war geil. Ich glaube, so ein Devil Deal wär kaum geiler gewesen. Das Item ist richtig cool. Die Decke. Oder das Aufladekabel. Soll ich es riskieren? Ja. Das Aufladekabel. Double Charge. Soll ich es nochmal riskieren? Nee. Lieber nicht. Lieber nicht. Ich gehe zum Boss. Oder auch nicht. Ganz wie du spielen willst. Oh. Hi, Mom. Gucken wir alle coole. Oh, und da oben ist nochmal ein X-Stein. Tritt mal hier hin, Mom. Danke. Wow. Ah, Shrinkshot. Ich hab's gesehen. Was haben wir hier? Okay. Kein Sehenherz. Oh, shit. Ja. Ich weiß, es war dämlich. Es war Absicht. Was wollen wir mitnehmen? Oh, Devil Deal. Beide gratis. Dann. Ich weiß, aber ich werde Schaden nehmen. Ja. Oh, das war okay. So, eventuell nochmal potenziell ein Leben. Wir nehmen mal das Polaroid mit. Okay, weiter. Utero? Kein cooler Raum. Ich weiß noch nicht, ob er cool ist. Vielleicht. Oh Gott, da war ein kleiner, der gerade angeschissen kam. Peng. Peng. Oh yeah. Cash. Ich will leben. Tommy's Head? Das mal. Oh ja. Oh ja. Dann scheiße ich mal einmal auf. Oh shit. Mein Fehler. Ich war so geistert von Tommy's Head. Dann scheiße mal einmal auf den Coupon. Yeah. Laserbarriere. Tommy's Head ist cool. Und The Chariot. Sehr nice. Ha! Ja, vom Damage her fehlt es immer noch ein bisschen. Ich weiß. Oh, und er ist klein. Aber durch Steine können wir nicht schießen. Okay. Gott. Der chillt da hinten. Der chillt immer noch da hinten. Okay. Und noch ein bisschen so Zeug. Oh Gott, ey. Nee. der Run wird lustig. Ein Herz? Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Kein X-Stein? Scheiße. Okay. Stein mit X? Nein? Ja, doch, da oben. Der da. Vielleicht ist hier auch einer. Oh, Stein mit Super X. HP ab? Ja! Oh, nice. Okay. Dann, die Sonne hätten wir auch noch.
Oh nö. Bitte stirb. Danke. Dick Stein. Oh ja, wir kriegen Leben. Evil Range und Shot Speed. Oh, jetzt haben wir Leben. Okay, jetzt kann's losgehen. Warum sind die Runs immer so verdammt komisch? Wir setzen mal das Sun ein. Was haben wir da oben? 3 Devil Deal Kisten. Das sprengen wir. Hm. 3 Devil Deal Kisten. Könnten einen natürlich zum Devil Deal transportieren. Könnten einen aber auch nicht dahin transportieren. Das weiß man nie so genau. Was haben wir trotzdem fight? Ich hab trotzdem Bock zu fighten. Komm. Vielleicht sind auch 10 Herzen oder eine Trollbombe drin. Yeah, Laser! Da hab ich Bock drauf. Und Laser! Jetzt lief's besser. Und Loki! Ich liebe dich. Küsschen. Okay. Kein Devil Deal. Sniff. Oh nö. Aber wir haben ja zum Glück viele Laser. Auf Range ist der Gegner angenehm. Auf Nicht-Range nicht. Oh Gott, schwarze Löcher. Ha! Laserflut. Werdet klein. Wenn sie klein sind, kann man sie anscheinend zertreten. Ich weiß nicht, ob ich es mal ausprobieren will. Stein mit X, vielleicht. Ich glaube sogar, der rechts unten ist wieder so ein Superstein, aber ich habe ja eh keine Möglichkeit hinzukommen. Okay. Dann. Es lebt! Es lebt immer noch. Es lebt. Ich bin ein Einhorn. Oh, verdammt, ich wollte erst ein Einhorn sein. Yeah! Einhorn! Nimmst du mal Schaden? Ach so. Strange. Wir können noch in den Angel Deal. Könnten wir weiter? Der Holy Mantle! Ja! Ich weiß gar nicht, wie Holy Mantle mit der Ding skaliert. Mit der Stoppuhr. Keine Ahnung. Aber das war's auch wieder für den Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part, euer Hans-Peter. Ciao.